So, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Wir wollten bestimmt dieses Blümchen holen. Die letzte Aufnahme ist halt schon wieder eine ganze Weile her. Aber ich bin da optimistisch. Wir kriegen das hin. Erstmal die Uhr zurechtdrücken. Ja, jetzt passt das schon wieder gar nicht mehr mit dem ganzen Schnee hier. Denn bei uns draußen ist alles schon wieder abgetaut. Ja, gut, es ist ja auch schon wieder sehr, sehr mild geworden. Beste Gelegenheit für die Migräne wieder zuzuschlagen. Aber was soll's? Davon lasse ich mir meine Laune nicht verderben. Was liegt hier? Okay, so langsam weiß ich wieder, wo ich war. Yep. Dann gucken wir mal nach dem Blümchen. Was habe ich da schon wieder gehört? Ah. Bitte keine Fliegviecher. Sind wir hier im Grauhabichtareal? Ist das auch einer dort? Ja, das ist auch einer. Den erwische ich von hier aber nicht. Oder? Müssen wir schon. Gab es hier rotes Gras? Ja. Gab es. Das Problem ist, ich will ja gar nichts von denen im Moment. Toll, jetzt kommen die Töne von allen Seiten. Genau so habe ich mir das doch gewünscht. Muss ich mich denn mit denen anlegen, um ans Blümchen zu kommen? Kann ich nicht erstmal weiter unten? Das werde ich vielleicht noch bereuen. Nein, Aloy, wirst du nicht. Ich habe alles unter Kontrolle. Können wir vielleicht hier unten erstmal ein bisschen weiter in die richtige Richtung? Dass wir uns mit den Vögeln gar nicht abgeben müssen, das wäre richtig toll. Danke. Was haben wir da? Hey, die sind okay. An denen könnte man aber ein bisschen üben. Hä? Wer will Blut vergießen? Hallo? Habt ihr sie noch alle? Dann kommen lassen. Das ist dein Ende. Ah, du armer Feigling. Was sind das überhaupt? Willst du spielen? Hier ist eine Einladung. Ich glaube, jetzt habe ich den Falschen erwischt. Kann es sein, dass ich jetzt denjenigen mit platt gemacht habe? Den ich eigentlich retten wollte? So hastig! Einfach weitergehen. Naja, was soll's. Ich hoffe, es war jetzt keine Quest, die man hätte kriegen können. Ich wollte eigentlich dem, der da auf der Flucht war, helfen, aber... Gott, ist die Strömung hier stark. Da stand dann da wohl zu nah dran. So. Hey Leute, würdest du bitte... Danke, ich muss hier wieder rauskommen. Was hast du denn hier jetzt schon Kein wieder Platz mehr. Liegen gelassen? Modifikation. Ach, du dumme Nuss, lass doch nicht immer so viel liegen. Was ist mit euch? Seid ihr irgendwie gewarnt? Nee. Banditenkrieger?
kleine Zierpflanze. Okay, das du wirst mir sicher helfen. Blümelein wollte ich jetzt nicht. Das werden wir auch gleich wieder entsorgen. Das macht uns nur unnötig das Inventar voll. Modifikationen sind voll. Na ja, toll. So, wo ist jetzt das Blümchen? Das hier. So ging das. Genau. Und bei den Modifikationen haben wir irgendwas, was weg kann, was nicht so gut ist. 5% hier. Nehmen wir das weg. Und dann können wir die da hinten einsammeln. Was war denn das jetzt? Nix. Aber kurz ein gelbes. Falls ihr das gesehen habt. Kurz ein gelbes Ausrufezeichen. Talröte nehmen wir auch noch mit. Die Geier machen mich ein bisschen nervös, diese Töne im Hintergrund. Aber was soll's. Da muss ich jetzt wohl durch. So, an die komme ich nicht ran. Eigentlich wollte ich ja versuchen, aber so was Heilendes. Und damit sollte unser Beutelchen voll sein. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Lagerfeuer entdeckt. Das ist wie die Urmutter, ne? So eine Riesenmaschinerie, wie es aussieht. Blümchen, das nehmen wir mit, Aloy. Wer hat diese Blumen erschaffen? Das ist mir gerade egal. Und warum? Wir sammeln die einfach. Das ist auch ein Grauhabicht. Gut, dann sehe ich jetzt mal davon ab, da zu speichern. Kleines bisschen im Beutel war noch Platz. Sehr schön. So, weiter geht's. Da haben wir das Blümchen mitgenommen. Wenn wir schon mal hier den Weg gegangen sind. Und konnte den Schnitt, das war aber Stufe sonst was. Stufe 30 oder so. Okay, wir sollen ja jetzt zurück zu irgendwem. Wir haben ja dieses kleine Banuk-Lager erkundet. Stufe 18, verdorbene Zone. Weiß ich nicht, ob wir die nochmal anschauen. Huch, Entschuldigung. Das weiß ich jetzt halt nicht. Ob ich da stark genug bin. Ich meine, das war so ein Feuerbrüllrücken. Aber wir haben ja jetzt die besseren Pfeile. Das haben wir auch noch nicht entdeckt hier, das Lagerfeuer, wie es aussieht. Kein Schnellreisefeuer. Hier ist auch noch ein Panorama. Also da würde ich schon sagen, wir haben längst noch nicht alles entdeckt. Hier haben wir relativ abgegrast. Hier sehe ich keine Tassen und so. Metallblume. Altes Waffenlager für die Energiezelle. Achso, die ausgegraute ist wahrscheinlich Untertage, ha? Huh? Gut, ich gehe mal hin. Und dann sehen wir weiter. Wir sind ja schon ein bisschen besser geworden. Guck mal, wenn das Stufe 18 ist, wir haben Stufe 24. Also irgendwann muss man sich doch mal seinen Fähigkeiten auch vertrauen. Was liegt hier? Gut, ich vertraue meinen Fähigkeiten prinzipiell nicht, weil das Level alleine macht's nicht, ne? Wenn man sich dann blöd anstellt, so wie ich, kann man immer noch in... Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Jawohl doch. Kann man immer noch Probleme kriegen. Was sind das? Graser? Stürmer. Ach, die Ziegenböcke. Okay. Komme ich da irgendwie besser ran? Ja.
wir die mit einem Schlag down? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Aloy, lass den Bogen oben, den brauchst du jetzt nicht. Wir nehmen den Speer und hoffen, dass es gut geht. Obwohl, so ein Ziegenbock würde ich auch gerne mal wieder reiten. Ein andermal. So. Was hast du denn jetzt schon wieder liegen lassen? Modifikationen. Ich hätte da echt mal ein bisschen was von verkaufen sollen, ne? Was sind denn die Schwächsten? Die hier. Die grünen. Die lege ich jetzt erstmal. Die haben alle nicht so einen Wert. Ich weiß, ihr werdet jetzt hier eine Krise bekommen. Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber Leute, ich spiele das hier auch aus Spaß an der Freude. Und nicht um gut und perfekt und sonst was zu sein. So, weiter geht's. Das nächste Gras, bitte. Das da hinten hat keiner mitgekriegt. Umso besser. Wenn wir den hier reinkommen lassen, haben wir da gar nicht gesehen, oder? Ist halt die Frage, wann das auftaucht mit dem stillen Schlag. So, die haben auch Lohe, gut zu wissen. Na, komm her. Kleines Kerlchen. Ich könnte mir ja vielleicht den letzten dann zähmen. Ich weiß, ich bin gerade sichtbar. Ja, was war denn das? Geh mal gucken. So viel Erfahrung bringen die jetzt zwar nicht, aber... Ja. Kleinvieh macht auch Mist, nicht wahr? Es wird gerade wieder hell. Das ist toll. Komm her. Nicht kurz vorher wieder umdrehen. Das kann ich nicht leiden. Das ist immer so. Wow. Das klingt schon heftig, wenn die zu Bruch gehen oder zu Boden gehen. So. Noch eins. Und dann sehen wir weiter. Ein echter Glücksfund. Glücksfund. Mädel, du hast den selbst erlegt. Das ist nicht nur ein Fund. Den letzten noch. Und da frage ich mich jetzt wirklich, ob wir den nicht lieber... ein Reittier machen. Das kann ewig dauern, bis wir mal am Ziel sind. Da hinten sind noch mehr. Na du? So, wo muss ich jetzt hin? Die verdorbene Zone ist in die Richtung. Wo ging das jetzt hier? Ich bin schon lange nicht mehr geritten, sorry. Aber so ein Witter reite ich doch gern. Das macht Spaß. Du solltest das Eis nicht kaputt machen, auf dem du stehst, aber ja, ist deine Sache. Doof nur, dass die halt trotzdem attackieren und nicht denken, ach hier, ist nur eine andere Maschine. Junge, nicht langsamer werden. Das wäre natürlich noch cooler, wenn man sich da... Da war ich ihm zu schnell, da musste er nachladen.
Weil man sich da quasi tarnen könnte, indem man auf so einem Tierchen sitzt. Ich werde da gerade von irgendwas fixiert. Das gefällt mir nicht. Ich wollte halt auch nicht unbedingt hier durchs offene Gelände wegen der Vögel. Aber gut. Wenn es nicht anders geht, dann eben so. So, ich glaube, wir müssen hier rüber. Auf der Lauer. Ja, lass sie doch. Wir sind schneller. Beziehungsweise hier sollten wir ein bisschen Schutz vor denen finden. Im Wald. So, wir sind bald da. An der verborgenen Zone. Oder ist das das mit den kleinen Wächtern? Panzerwanderer, na guckt euch das an. Nein, alles gut. Lauf doch mal ein bisschen schneller, du kleiner Witter. Das ist dann der Nachteil, wenn ich reite. Dann stolper ich wirklich von einem ins andere. So, dann sind wir jetzt trotzdem gleich da. Bei der verbogenen Zone. Und ich... Wie steige ich denn ab? So. Ich würde mich hier gerne mal hinhocken. Der da ist nicht verdorben, ne? Wie weit bin ich denn noch entfernt? Ach Gott, ein ganzes Stück noch. Es sind ja immer noch ein paar Meterchen. In die Richtung Lagerfeuer entdeckt. Gab es da eins, was wir noch nicht kannten? Was schießt denn da? Leute, seid doch mal friedlich. Ich bin doch nur auf der Durchreise. So, wenn ich da lang gehe, nähere ich mich dann der verdorbenen Zone. Hier ist ein Lagerfeuer. Sonst noch irgendwie was für uns? Uah, nicht den Abhang runter, bitte. Kann ich... Brich dir nicht die Hufe, kleiner Freund. Ich brauch dich noch. Oder wo bin ich jetzt? Ich bin ja schon wieder... Okay, das letzte Stück gehe ich zu Fuß. Danke für deine Hilfe. Ist der... Das ist ein normaler Sägezahn. Sägezähne kann ich auch überbrücken, ne? Mittlerweile. Aber ich sehe hier kein rotes Gras zum Verstecken. Das ist gerade ein bisschen suboptimal. Komm, Aloy. Nee, das ist echt nichts. Zum Verstecken um den rum. Hatte ich mich mit den zwei nicht schon mal angelegt? Jetzt habe ich aber bessere Pfeile. Ach, geht sehr viel. Obwohl, so könnte ich die down kriegen, wenn ihr die nötige Zeit mitbringt. Einfach so ein bisschen dafür sorgen, dass halt immer mal ein kleines Teil abfällt. Ich glaube, das verletzt die ganz gewaltig. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Was tut es? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Hau ab! Wo ist der andere? Da rennt noch ein Feuerbrüllrücken. Klasse. Den könnte ich vielleicht auch von hier mal anschießen. Kommt der gerade auf mich zu? Sehr schön. Gibt auch Punkte.
Such ruhig. Ich hoffe, du wirst mich hier nicht finden. Falls doch, geht dann das große Flitzen wieder los. Die Morgendämmerung. Kommt hier hoch, scheiße. Sie sieht jeden Tag anders aus. Doof sind die ja nicht. Doof sind die nicht. Der kommt tatsächlich hier hoch. Was können wir dir denn noch entfernen? Am Bauch. Das erwische ich aber nicht, wenn er mir seine Kehrseite zeigt. Und immer schön leise. Ui, ich bin nicht da. Habe ich jetzt überhaupt die besseren Pfeile? Ja. Müssen wir wieder aufstocken. Hier können wir auch aufstocken. Gut. Bei denen weiß ich nicht, ob das was bringt. Was ich nicht verwende, muss ich ja eigentlich keine Ressourcen für verschwenden. Zwei wütende. Ist das nicht toll? Was sind das für Töne? Ich hätte gern Pfeile, mit denen ich die überbrücken kann. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Das ist halt hinter seinen Läufen ist das schwierig. Die verdorbene Zone ist da hinten.